Hallo und herzlich willkommen aus Bargeshagen. Wir waren am Donnerstagabend schon mal hier und zwar live mit der Karls-App. Wer es nicht gesehen hat, schaut sich in der Karls-App nochmal in der Mediathek die Sendung mit dem Wolf an. Da gab es Blick hinter die Kulissen. Wir waren in der Umkleide, wir waren im Physioraum, wir waren sogar in der Trainer-Taktikraum bei dir, Christian. Was hältst du von so Formaten, wo man mal einfach den Fans einen Einblick hinter die Kulissen gibt? Ich glaube, das ist gut und mit Sicherheit auch sehr interessant für den einen oder anderen, mal so unseren Alltag etwas beobachten zu können. Genau. Wir wollen mit den Formaten auch weitermachen. Zweiwöchentlich, jeden Donnerstag, 18.30 Uhr gehen wir live. Wir werden nicht nur hier sein, wir werden auch das Office mal zeigen, beim Dancing vorbeischauen, über gesunde Ernährung und Sport und so weiter berichten. Und wie Christian schon sagt, es wird ein ganz interessanter Einblick hinter die Kulissen der Rostock Sea-Bulls. Kommen wir zum Sportlichen. Ihr hattet spielfrei am Wochenende. Ja. Wie habt ihr die Zeit jetzt genutzt? War das mehr Regeneration oder war das schon Vorbereitung aufs kommende Spiel? Vorbereitung aufs kommende Spiel war es nicht. Das machen wir immer gleich. Das startet bei uns so 3 Tage vor dem dann kommenden Spiel. Je nachdem, wenn wir weniger Zeit haben, natürlich später. Aber nein, wir haben das sehr intensiv genutzt, um an Dingen zu arbeiten, wo wir besser werden müssen, um ein paar neue Dinge hier und da hinzuzufügen und haben dann das Wochenende tatsächlich auch zur Regeneration genutzt. Ja. Okay. Und um auf das kommende Spiel zu kommen, gegen Bochum jetzt am Wochenende, was erwartest du von Bochum? Das ist nicht der typische Aussteiger. Bochum ist doch schon ein bisschen... Auf jeden Fall. Also wir schätzen sie sehr, sehr stark ein. Wir sind der Meinung, sie haben einen sehr, sehr guten, ausgeglichenen Kader mit genügend Tiefe auch drin. Also sie können genügend rotieren und von daher erwarten wir ein sehr, sehr interessantes und enges Spiel. Sie sind zudem sehr, sehr heimstark. Sie haben, glaube ich, Tübingen und Leverkusen zu Hause schon geschlagen, gegen Jena knapp verloren und damit ihre einzige Heimniederlage die Saison gehabt. Wir müssen 100% bringen, um eine Chance zu haben, das Spiel gewinnen zu können. Du sprichst gerade den ausgeglichenen Kader an. Wie steht es denn um unseren Kader? Was machen die verletzten Jungs, die auf gutem Wege? Die sind alle auf einem guten Wege, aber natürlich alle nicht rechtzeitig fit für das Spiel. Bei vielen ist es auch so eine Tag-zu-Tag-Geschichte, wo wir einfach schauen müssen, wie weit die sind. Aber ich möchte ungern über die sprechen, die nicht da sind, weil es geht immer um die, die da sind. Die müssen das Spiel am Ende gewinnen und ich bin davon überzeugt, egal wer da ist, wir haben eine Mannschaft, die stark genug sein wird, das Spiel gewinnen zu können. Und darauf fokussieren wir uns und alles andere ist nicht wichtig. Wunderbar. Basketball ist immer so ein Spiel, Statistiken und Zahlen und du bist ja schon einige Jahre Trainer und Co-Trainer gewesen. Wir haben jetzt 7 Siege am Stück. Genau. Ist das deine beste Siegesserie bisher oder kommt ein bisschen unerwartet? Aber ich wollte gerade sagen, auf die Fragen musst du mich vorbereiten. keine Ahnung. Okay. Ich weiß es nicht. Okay. Aber wenn wir haben letztes Jahr, glaube ich, auch ein paar Siege am Stück gehabt. Ja. Wüsste jetzt aber nicht, wie viele. Aber ich meine, 7 waren es bestimmt. 10 waren es an einem Punkt. Okay. Also die Regie sagt 10. Dann war es letztes Jahr auf jeden Fall. Ansonsten, echt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es auch dieses Jahr wieder mindestens 10 werden und wünsche viel Erfolg im Bochum. Alles klar, vielen Dank. Danke auch. Ciao.